Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Orchizockt und zwar bei Minecraft Ultra Hardcore mit dem Richard. Hallo. 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 So, und jetzt nicht direkt abschalten, ich relativiere das gleich, was ich jetzt sagen werde. Und zwar wollten wir jetzt am Anfang erstmal eine kleine Buddel-Session machen, weil wir ja sehr, sehr gern mal in den Nether gehen würden und da ein bisschen auf die Jagd gehen würden. Allerdings, wie man vielleicht bei uns sehen kann, sieht es jetzt zumindest bei mir health-technisch nicht so pralle aus. Also ich persönlich habe jetzt 4 Herzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir fehlen 3. Dir fehlen 3, okay, dann sieht es ein bisschen besser aus. Aber dennoch wollten wir uns ein bisschen, vor allem ein bisschen Gold besorgen, um uns da noch hoch zu heilen, bevor wir dann diesen Ausflug machen. Ja, es kann sein, dass ich jetzt irgendwie noch das dann ein bisschen zusammenschneide, dass es nicht allzu langweilig wird, weil wir haben ja irgendwie schon ganz viel gebuddelt. Aber ja, schauen wir einfach mal. Wenn irgendwas Interessantes passiert, dann lasse ich das drin und ansonsten skippen wir das einfach mal schnell durch. Und dann geht's ein bisschen spannender weiter, hoffentlich. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Gucken wir erstmal, was ich denn hier überhaupt so habe. Ich habe so viel Krams. Und die Kiste ist auch proppevoll. Was machen wir eigentlich mit der? Ich bin mir da ein bisschen unschlüssig. Sollen wir einfach noch eine machen? Wir könnten einfach noch eine machen. Warum ist eine Möglichkeit, ja. Holz ist ein Rohstoff, den wir uns noch einigermaßen leisten können. Ich mache noch so eine Doppeltruhe, oder? Ich mach die mal, wo mache ich die denn hin? Einfach hier. Ach so, so geht das nicht. Ja, blöd. Kann die nicht direkt nebeneinander platzieren. Hier neben dem Abstieg ist auch ein bisschen blöd. Ach komm, ich mach die jetzt mal hier hin. Ist jetzt irgendwie nicht der schönste, aber auch nicht der schlimmste Platz. Behaupte ich mal. Die Blumen, ja, die brauchen wir unbedingt. Ganz, ganz dringend. Emeralds sind schön. Schön anzusehen, ob die uns viel bringen, bin ich mir nicht so sicher. Noch irgendwelche anderen Blumen, sollen wir die hier irgendwo mal? Ach komm, wir machen es uns hier einfach mal ganz, ganz schön und sterben einfach bei dem Ausflug hier. Na gut, hier geht das jetzt gerade blöd. Hier so und da und so, fertig. Ja, das ist viel besser. Ja, dann brauche ich ein bisschen Eisen. Haben wir denn Eisen? Wir haben Eisen. Das ist gut. Ich mache mir auch noch eine Spitzhacke. Ja, auf jeden Fall. Mindestens eine. Ich nehme am besten direkt, direkt 2 mit. Ich stapfe hier mal runter und mal gucken. Ich gehe auch in mein Loch. So, zurücklehnen, entspannen, genießen. Einfach mal ein bisschen chillen. Aber nie unachtsam werden. Ich habe überlegt, ob ich alternativ ein bisschen mehr Weizen anbaue, aber ich habe jetzt gerade keine Lust drauf. Mach meine Webcam, glaube ich, ein kleines bisschen niedriger. Ich hänge hier so im Stuhl ab, da sieht man mich ja fast nicht mehr, wenn ich hier so. Also ich glaube, dadurch, dass ich mich letztes Mal ja hochheilen musste. Ich erinnere mich. Also in der letzten Aufnahme, habe ich, glaube ich, also noch so ein, weiß nicht, ob wir noch so für einen halben Apfel quasi Gold hatten, aber wir haben nicht mehr genug für einen weiteren Apfel. Na, ist wahrscheinlich, sonst hätten wir schon einen Apfel gemacht. Haben wir denn noch Äpfel? Oh, Diamanten. Oh, schön. Weiß ich nicht, ich glaube schon, ist nicht wichtig. Nö. Kriegen wir das relativ schnell. Das geht. So, oh, das ist ein großer Block hier. Ist das sogar ein 8er Block? Moment. Jawohl. Volle Kanne, ey. Ich habe Gold gefunden. Das ist noch besser als Diamant. Okay, ich habe einen Lavasee gefunden. Du weißt, was ich dazu sagen will. Vorsichtig sein. In dem Moment kommt hier so eine komische Motte aus dem Stein raus, wo du das sagst und haut mich einmal. Das ist noch eine Ebene. Das mit Lustige ist, auch schon angelegt, ne? Die kommt vor allem da raus und ich habe nichts gemacht. Ich habe tatsächlich hier Wasser auf Lava gekippt und die kam raus. Aha. Boah, ich glaube, ich. Kann sein, dass das auch irgendwie triggert. Boah, okay, da kommen viel zu viele raus. Ich hau ab. Ach krass. So, ihr kommt mir mal nicht hinterher, bitte. Naja, und. Der Sound ist so geil. Ich finde die ja immer noch ein bisschen eklig. Ja. Schon wieder ein halbes Health verloren wegen so einer Kacke. Nee. Ist aber nicht die richtige Richtung. Wir wollen doch Health gainen und nicht verlieren. Ich habe aber auch schon 14 Gold. Ich habe schon 2 Gold allein gefunden. Cool.
Oh, Diamant. Noch mehr Diamant, ja, dann könnten wir ja fast überlegen, ob wir uns da doch noch irgendwas draus basteln, oder? Ich habe jetzt hier auch noch 8 in der Tasche. Oben haben wir auch noch einiges. Das hier sind auch nicht, also ist nicht keine kleine Ader. Mhm. Wie viel kann ich noch nicht sagen. Kann sich sehen lassen. Ich zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Immerhin. 6 Diamanten, ja. Gut, hab ja keine Fortune-Axt. Leider, ja. Wenn ich hier in der Webcam irgendwie ab und zu so komisch im Mund rumfummel, irgendwie habe ich das Gefühl, mir tut ein Zahn ein bisschen weh, aber ich will es nicht hoffen. Je mehr man da rumfummelt, desto schlimmer wird das natürlich auch. Desto mehr bildet man sich das auch ein. Ich war doch kürzlich erst beim Zahnarzt. Da wurde doch alles repariert, dachte ich. So wurde mir es versprochen. Wo ist das hier? Ist das? Haben wir eigentlich schon quasi on-air darüber geredet, was hier in unserem Biom so besonders ist? Weil wir ja darüber... Ja, das müsste es auch in die Aufnahme geschafft haben. Da hattest du rausgetappt und uns berichtet. Wobei, ich glaube, das mit dem Regen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das in der Aufnahme drin war. Das haben wir nicht geklärt. Ich habe schon wieder Diamanten gefunden. Heute läuft. Heute läuft. 2 Goldadern, 2 Diamantadern. Hervorragend. Ich hatte tatsächlich noch nachträglich andere Dinge rausgefunden. Zum einen diese Silberfische, die mir hier die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Die sind unique für dieses Biom hier. Die kommen nur hier vor. Extreme Hills war das, ne? Extreme Hills, ja, ich glaube, darunter zählen aber auch die Extreme Hills Plus und die Extreme Hills noch irgendwas. Also, wir sind hier in Extreme Hills Plus. Also, es gibt eigentlich 3 verschiedene Extreme Hills Biome. Ja, die unterscheiden sich nicht. Die unterscheiden sich, wenn ich das richtig verstehe, in der generierenden Noise-Funktion oder so, keine Ahnung. Hier in der Höhle, wo ich... erzähl erstmal weiter, Entschuldigung. Die Lamas, ja, was ja meine Hoffnung ist, dass wir die statt Rinder als Lederquelle benutzen können. Mhm. Und Regen habe ich nicht sogar gefunden. Steht jetzt nicht, dass das hier irgendwie besonders sei. Ich dachte, wir hätten irgendwie irgendwas drüber gefunden, dass es hier irgendwie besonders viel regnen würde, aber vielleicht vermische ich das mit unseren Einbildungen. Ich glaube, das war unsere Fragestellung. Das kann sein. Und wir hatten, aber das habe ich glaube ich schon nachgeguckt, die Emeralds kommen hier. Ja. Nur hier natürlich. Nur hier vor. Ja. Fällt mir gerade ein, wo ich hier einen ausbuddel. Genau, das hatten wir erwähnt, weil da hatten wir uns gefragt, ob das jetzt irgendwie die Diamanten verdrängt oder sowas oder das Gold. Aber also scheinbar. So viel Diamanten, wie ich hier gefunden habe, sieht das nicht so aus. Ich glaube, das war ganz gut. Aber Gold habe ich hier noch gar nichts gefunden. Also irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie habe ich hier kein Glück scheinbar. Es gibt auch Rüstungsstücke, die überhaupt keinen Einfluss auf die Rüstung oder... Nee, auf... Wie war das? Auf Schaden von anderen oder so? Was denn? Ui. Och, ich habe hier... Ich habe Lava ausgebuddelt und mir ist irgendwie so ein Feuerball entgegengekommen. Ich glaube, das war einfach nur ein Partikeleffekt, der zufällig genau in meine Richtung gekommen ist. So. Das war krass. Oh Mann, ich sehe mich schon wieder hier die Aufnahmen sichten und nicht wissen, was ich rausschneiden soll. Ich finde es auch immer so schade, weißt du, wenn man irgendwie so Sachen aufgenommen hat, vielleicht hier und da mal irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas angeschnitten hat, was irgendwie halbwegs interessant ist. Und finde ich es immer so schade, das komplett zu tilgen. Wie viele Diamanten hast du? Ich habe 8 Stück. Ich habe noch mehr gefunden soeben. Moment. Okay. Ich update die Zahl gleich. Ich hätte schon gern ein bisschen Health. Also so idealerweise hätte ich gern 3 Äpfel. Das wäre Optimum. Ich guck gerade. Ist das viel verlangt? 8 braucht man pro Apfel, ne? Mhm. 2 haben wir schon mal und dann haben wir noch 2 Gold übrig. Hm. Wir haben auch 5 Äpfel. Also das ist nicht das Problem. Das heißt, wenn man noch eine Goldader findet, könnte es reichen. Okay. Weil wir brauchen nur 6 Gold. Wir müssen ja noch andere Sachen erledigen, bevor wir in Nether können. Aje. Gucken, ob das heute überhaupt was wird. Ansonsten machen wir es halt das nächste Mal. Habe ich schon gesagt, die abgedatete Zahl. Ich habe jetzt 14 Diamanten. Und da sind wieder Krabbelfischer. Ach übrigens. Sag mal, hast du die nicht? Ich habe die... echt oft jetzt schon gehabt. Mir ist gerade aufgefallen, hier wo ich gerade bin, in der Höhle, da ist das Biome River.
Auf meiner Seite ist offenbar River. Von daher habe ich die wahrscheinlich nicht. Oh Mann, nee, da gehe ich auch nicht mehr rein. Kommt vielleicht auf meine Seite, wenn wir jetzt nicht unbedingt Emeralds brauchen. Aber du hast ja die nicht Goldseite, wa? Das ist allerdings richtig. Offenbar, ja. Gestern in Vivecraft, da habe ich im Nether in der Festung eine Kiste gefunden mit irgendwie, ich glaube, 6 Gold oder so. Habe ich auch gesagt, in Ultra Hardcore würde man sich über so eine Kiste freuen wahrscheinlich. Oh, das Gold auf jeden Fall. Genauso wie wenn man eine XP-Farm hat, jetzt die ganzen Goldrüstungsteile, die geben ohne Ende Nuggets. Ja. Kannst du jetzt ja einschmelzen. Ich habe ja die ganzen Aufnahmen gesichtet und da habe ich immer naturgemäß hin und her geswitcht zwischen deinem hohen Field of View und meiner Standardeinstellung hier. Mhm. Und inzwischen kommt mir mein Field of View irgendwie verdammt klein vor, muss ich sagen. Tatsächlich ist Minecraft eher eine Ausnahme, also mal so ein bisschen, ziemlich niedrig eher. Die meisten Spiele haben schon, weil, vor allem weil sie auch so ein Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt. Suggeriert. Ja. Ist ja nicht ohne Grund so, dass Quake so ein riesig hohes Field of View hat, ne? Ich habe Angst, ich höre hier Lava, aber ich habe übrigens auch Diamanten gefunden. Ja. Ich bin mir gerade unsicher, ob das eine dumme Idee ist, jetzt hier einfach mal das Field of View zu switchen oder ob ich mich dadurch irgendwo vertun werde, an einer kritischen Stelle irgendwie verschätzen werde oder so. So, dann schmeißen wir den Driss hier mal weg. Diamanten braucht keiner, Lapis braucht keiner. Kohle braucht keiner, den ganzen schönen Cobblestone behalte ich mal. Genau. So wird's gemacht. Da bilde ich mir direkt wieder ein, dass bei der Lava vielleicht Diamanten sind. Oh, da ist ein Lavasee. Okay, schauen wir mal ganz vorsichtig rein. Ja. Ich habe Angst. Ist das hier, warum leuchtet es da? Es wird doch wohl kaum eine ausgeleuchtete Höhle sein. Vielleicht ist da einfach noch mehr Lava. Ja, da ist noch mehr Lava. Nee, das ist mir zu gefährlich. Komm, gib mir doch mal noch ein bisschen Gold hier, das ist doch jetzt echt deprimierend. Gucke ich eine Sekunde nach links beim Buddeln, eine Millisekunde, kommt mir Lava entgegen, ne? Hier ist auch gleich der Aufstieg. Oder? Nee, oh, das ist gar nicht der Aufstieg. Kommt er da um die Ecke gescheißert? Ich dachte, hier ist der Aufstieg, aber ist es gar nicht. Soll ich mal, Moment, wie viele Diamanten haben wir? Wir haben 50 Diamanten, 10 Emeralds, wir haben 18 Gold. Soll ich die Gold und, die Goldbarren und die Äpfel mal zu zwei goldenen Äpfeln machen? Ja. Okay. Einmal so, zack, zack. Ich mach golden Rüstung, okay. Apple, golden Apple, okay. Und was machst du Schönes? Ich mach mal zwei Brustplanzer. Planzer? Brustplanzer, okay. Chestplates. Ja. Dann haben wir noch 34. Ich mach mal zwei Hosen. Mhm. Zwei Schwerter könntest du eigentlich auch machen. Ich glaube, ich wäre dafür. Ich mache zwei Schwerter. Yeah. Ein Archivement. 16, dann mache ich uns noch zwei Mützchen. Mhm. Und dann mache ich noch... Jetzt habe ich noch 6. Jetzt könnten wir ein paar Schuhe machen. Oder wir machen zwei Pickaxes. Das wäre dann schon eher die Luxusvariante. Das ist schon ziemlich Luxus. Oder sollen wir die restlichen Diamanten jetzt erstmal lassen? Wir können sie auch einfach erstmal lassen. Müssen wir ja nicht. Ich packe sie wieder hier rein. Alles angezogen. Moment. Hüps. Sehr Schmuck. Hier sind meine Augen tatsächlich auch verdeckt.
Ach, du musst dir eigentlich mal das angucken, wie das bei mir aussieht mit deinen Augen, weil die waren da überhaupt nicht zu sehen. Bei deinem Texturpack, da hat man mit dem Iron Helm ja noch ein bisschen was gesehen. Aber hier sieht man gar nichts. Okay. Ja, stimmt, das ändert ja auch die ja, Rüstung, die sieht ja ganz anders tatsächlich aus. Tatsächlich sehr. Ach so, wie ist das hier mit den Fackeln? Ich überlege, ob ich hier irgendwie zum Beispiel hinter den Schafen mal die Fackeln wegmachen soll. Dass da vielleicht nachts was spawnt, weißt du? Spinnen oder so. Man könnte es natürlich. Achso, ja, vielleicht, ja. Man könnte es auch wissenschaftlich angehen und irgendwie hier mal abzählen, dass man zwischen. Wie viel war es? 24, weiß ich nicht, 20 und 30 Blöcken irgendwie die Fackeln wegmacht, sodass die da. Gerade eben so spawnen. Eigentlich reicht es, du kannst ja einfach nach dem Light-Level gucken mit, im F3-Menü, was ich auch mal wieder ausmachen kann, fällt mir gerade auf. Ja, das ist auch ziemlich oft an, das wollte ich auch noch sagen. Ja, ich weiß, werde ich immer vergessen. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ja, aber Light-Level 9 ist es, glaube ich, ne? Boah. Ich meine, ab 9 spawnen sie nicht mehr. Aber jetzt kannst du natürlich nur in nachts gucken. Ne? Alternativ, ja, das ist richtig. Alternativ könnte man natürlich hier hinten, hinter unserem Portal, irgendwie einen zweiten Ausgang machen. Ich guck mal, ob das irgendwie was bringen würde. Irgendwie eine Treppe nach oben oder irgendwas. Und vielleicht da eher hunten gehen und es vorne beim Haupteingang einfach so lassen, wie es ist. Mach das mal. Ich gehe nämlich eh gerade auf den Berg drauf. Kannst dich ja mal oben rausbauen. Was ist das denn? Was war da? Ich hatte gerade was rumspringen gesehen. Bist du ein Schaf oder bist du ein Lamaoid? Lamaoid? Lamaoid. Achso. Oh, ein Creeper bist du. Ohoho. Aber ich glaube, ja, ich habe was anderes gesehen. Ich habe ja auch gerade Angst, dass mir irgendwas auf den Kopf springt. Ich sehe auch einen Creeper, ich sehe auch dich, ja. Ach, da hinten bist du. Okay, ja. Bin hier rausgekommen. Der ist mir schon entgegengekommen und hat wieder abgelassen. Wo kommt man hier raus? Das verdammte Loch hier. Ich markiere das mal so ein bisschen irgendwie. Ja, vielleicht auch, dass so nicht direkt, wenn man rauskommt, was auf einem steht. Ja, ich überlege ja auch, ob man hier ein bisschen mit Glas irgendwie so eine Kuppel macht oder irgendwas zum Rausgucken. Hab ich da was gesehen? Nee, das war nur. Ey, ich werd schon komplett bekloppt, ne? Ich laufe hier irgendwie an unserer Tür zum Feld vorbei und sehe da irgendwas Grünes schimmern und denk schon irgendwie Creeper, ne? Ist halt nur das scheiß Weed da. Jedenfalls. Das kann man ja fast schon wieder drin lassen hier. Wir sind ja jetzt gar nicht mehr am Buddeln, sondern am Basteln. Machen wir es einfach so. Das ist hier einfach so schön ordentlich in unseren Kisten. Da findet man ja gar nichts. Nee, hier sieht es schlecht aus. Hier ist Sand. 39. Ja, wenn man daraus ein paar Panels macht, könnte das passen. Mal schauen. So, wie sieht das denn mit den Glaspanes aus? Wenn ich jetzt hier mal 6 Glas nehme, dann kriege ich 16... Panes raus. Aha. Aus 6 Glas 16 Panes. Das ist ja eine komische Umrechnung. Ja, das ist ja. So ein bisschen strange, aber okay. Irgendwie mag ich unsere Höhle ja so ein kleines bisschen, ne? Finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich mag unsere Gegend nicht. Die Höhle ist okay. Ja. Ach, da ist der Richard. Der Nirten. Ist ja irgendwie, ja, sehr, sehr improvisiert mit dem Eingang, ne? Man sieht halt total, dass das einfach mal so ein Höhleneingang war. Stimmt schon, aber ich finde es ja auch von der Idee her eigentlich ganz nett mit dem Glas und so auch. Kann man machen. Oh, so, was hab ich denn? Du hast dein Schwert weggeworfen. Hat da wieder Kuh. Ja, drin. Kuh, Kuh ist die böse Taste. Muss man eigentlich wegmachen. Jetzt regnet sie natürlich voll rein. Schön offen hier einfach alles. So, vorsichtig. Da ist der Creeper-Mann. Okay. Halt so gut. Was mache ich denn? Ich traue hier absolut niemandem. Und am allerwenigsten traue ich mir. Und das ist auch gut so. Nutzt nun nix. Warum habe ich eigentlich keine Axt? Das ist eine gute Frage. Boah, zu viele Bäume gefällt wahrscheinlich oder so. Ja, ne? So irgendwie vielleicht.
Ob das hier an der Seite Sinn macht, bin ich mir nicht so sicher. Eine Sekunde. Nehmen wir den Dirt mal an die Hand. Papier haben wir schon, ja. Zack, so hier. Naja, hier den Rest können wir mal mit Glas zumachen, gucken, was passiert. Hier müsste dann irgendwie, das hätte ich jetzt auch offen lassen können, hier muss irgendwo natürlich, ups, eine Tür rein. Ein bisschen schwierig zu erkennen hier, das Glas. Das ist so transparent. Das hat so an sich. So, vielleicht. Eigentlich hätte ich die Treppe auch sehr gut in die andere Richtung machen können, aber pff, ja. Gut, kann man immer noch machen. Andererseits könnte man sich jetzt hier einfach eine Tür reinmachen, fertig. Was ist denn hier mit dem Creeper? Ist der immer noch in der Nähe? Der war eben noch da, als ich hier hochging. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Sei vorsichtig. Ach, da hinten bist du. Okay. So, noch ein paar Paints. So, und wo machen wir eine Tür? Vielleicht einfach hier und gut. War jetzt natürlich ein bisschen verschwenderisch, aber... egal. Ups. Oh nein. Ich habe was gehört. Ja, ich habe Schaden bekommen vom Sprung. Ich bin auch zu blöd, ey. Ich guck mal eben, ob die Tür hier reinpasst oder wie das ist. Ja, ist jetzt nicht schön, aber geht vielleicht. Aber hoffentlich funktionell. Ich hoffe, die hält dicht. Bin mir da nicht ganz so sicher. Da war irgendwo, glaube ich, ein Enderman. Da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne in die Richtung, wo ich... Die ist gerade gespawnt. Aber das ist... Direkt daneben ist ein Skelett. Mhm. Ich habe einen Bogen. Ich habe auch Pfeile. Soll ich da mal intervenieren? Versuche. Wie viele Pfeile hast du? Ich habe noch zwei. Ich habe 35. Ah, okay. Dann hauen sie rein. Erstmal die Spinne vielleicht. Ich glaube, das Skelett ist weg. Kann das sein? Das kann sein. Ich versuche sie mal anzulocken. Ja. Oh, mich greift was an. Ein Skelett, mich greift ein Skelett an. Ja, links neben mir. Was, wie kommt das denn hier? Flucht. Und komm. Na, erwische ich's wohl mal. Die Spinne hat natürlich nichts gedroppt. Nichts. Verflucht. Oh, da ist auch noch ein Skelett. Pass auf, da oben ist auch noch ein Skelett, ne? Boah, das Wetter ist ja auch wieder hervorragend. Der Creeper steht immer noch an der gleichen Stelle. Ja, der beobachtet, er wartet auf seinen Moment, glaube ich.